Ja, hi, Timo hier. Ich zeige euch mal eben, wie man Kratzer wegmacht bei der Oculus Rift, bei der Vive oder bei der Pimax, beziehungsweise man kann es da verwenden. Und zwar haben wir da ja so Kunststoffgläser drin, die verkratzen schon mal. Zum Beispiel, wenn man eine Brille oder sowas aufhat, so wie ich bin Brillenträger. Und da ist meine Brille leider dran gekommen. Somit habe ich hier, wie man das sieht, einen Kratzer verursacht, da. Und der stört jetzt auf der Linse. So, diesen Kratzer wollen wir wegmachen. Und zwar gibt es hier Polywatch. Das ist eine Politur, die extra für Kunststoff ist. Diese gibt es einmal für Glas und einmal für Kunststoff. Wir brauchen hier das Kunststoff. So, dann brauchen wir ein feuchtes Tuch. Damit müssen wir erstmal die Linse reinigen. Da müssen wir auch so ein Vlies nehmen. Dann am besten das, was bei der Oculus dabei war. Einmal zum Sauberputzen. Da sollten auch keine Körner oder irgendwas anderes fieses, dreckiges drauf sein, weil sonst zerkratzen wir die Linse noch mehr. Also die muss sauber sein. Dann habe ich hinterher noch ein neues Tuch von VR-Cover zum Abwischen. Da könnt ihr natürlich auch ein Brillentuch nehmen oder so. Ja, dann als erstes müssen wir das Faceplate hier abnehmen. So, das Faceplate nehme ich jetzt ab. Kopfhörer an der Seite. So, das geht ja relativ einfach, das kennt ihr ja schon. Ja, und jetzt haben wir hier unseren Kratzer. So, jetzt können wir damit die Kunststoffgläser etwas bearbeiten und müssen das Kunststoffglas halt damit gleich beträufeln. So, vorher nehme ich aber das Tuch, mache die betroffene Linse eben sauber mit einem feuchten Tuch, auch nicht feste, nur ganz vorsichtig. So, zack. Einmal kurz ausschlagen, damit da auch kein Dreck drauf ist. Jetzt nehmen wir diese Polywash-Politur. Oh, die mir erstmal runterfällt. So, nein, ich habe sie. Ja, und dann tragen wir das hier auf. So, wie es vorher ausgesehen hat, seht ihr jetzt ein paar Bilder. Und zwar müssen wir das jetzt 2 bis 3 Minuten unter relativ hohem Druck, steht da, aber ich kann es natürlich hier nicht mit so einem hohen Druck machen, müssen wir das einreiben. Oh, ich habe relativ viel genommen, vielleicht nimmt ihn da nicht ganz so viel. Muss natürlich jetzt ein bisschen die Linse vielleicht fester halten, damit es nicht kaputt geht. So, und 3 Minuten lang werde ich das jetzt kreisend einarbeiten. So. Damit das Video nicht so lange wird, machen wir mal ganz kurz für euch auf Pause und ich zeige euch das Ergebnis. So, ich habe das schön eingearbeitet jetzt. Der Kratzer ist, glaube ich, schon komplett verschwunden. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Das Brillenglas ist aber jetzt ein bisschen verschmiert von der Politur. Jetzt habe ich mir auf dem Zewa ein bisschen Glasreiniger drauf gemacht, um das einmal ein bisschen zu reinigen. Dürfen wir aber nicht drücken, weil mit dem Zewa können wir wieder Kratzer reinmachen, weil die Gläser so weich und empfindlich sind. So, das heißt, ich gehe einmal ganz vorsichtig darüber mit Glasreiniger und dem feuchten Zewa. Könnt natürlich auch was anderes nehmen. Ja, und ich kann so gut wie gar keine, ich kann keinen Kratzer mehr erkennen. So, jetzt gehen wir einfach mal mit diesem Tuch hier von VR-Cover, dieses VR-Cover ist übrigens super, total bequem und echt ein Mehrwert gegenüber das alte VR-Cover. Das Originale kannst du nämlich dagegen voll vergessen. Ja, das Tuch war dabei, ihr könnt natürlich auch ein normales Brillentuch nehmen. Ja, und dann putzen wir mal die Linse jetzt ein bisschen sauber, ne? So, wow, der Kratzer ist komplett verschwunden. Es ist kein Kratzer mehr zu sehen. Ich zoome es mal ran. Das sieht aus wie neu. So,
Weil man das so schlecht sehen kann, mache ich jetzt noch ein paar Bilder und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und lass die Brillen heil. Bis dann, ciao.